Mein größtes Vorbild ist meine alte Erzieherin. Sie war eine sehr liebe und nette Frau und sie hat mit uns Kindern alles gemacht, was wir wollten und war immer bei uns, hat uns so unterstützt und das fand ich so toll, dass ich das auch machen wollte. Diese Ausbildung mache ich, weil das für mich mehr Berufung als Beruf ist und ja, ich liebe es, mit Kindern zusammenzuarbeiten und egal welches Alter, und das ist total mein Ding, das habe ich in meiner ersten Ausbildung schon erlebt und jetzt möchte ich das einfach als Job machen. Also die Situationen mit Kindern, die sind ja immer nicht so nach Plan. Und wenn man da sehr flexibel ist, und das kann ich eigentlich ganz gut, dann kann man diese Situation auch handeln, also für sich. Ne? Und das macht mir auch total viel Spaß. Also nicht immer nach Plan, sondern auch mal, okay, jetzt passiert was, was nicht so sein soll, und darauf zu reagieren. Also da bin ich froh, dass wir auch jetzt schon ganz viel praktische Erfahrungen in der Vergangenheit sammeln konnten. Für mich persönlich ist das sehr wohnortsnah und ich habe ja schon eine kleine Familie und deswegen war mir das ganz, ganz wichtig. Und ich hatte im Vorfeld auch ganz, ganz tolle Gespräche, ob ich die Ausbildung wirklich machen soll mit der Abteilungsleiterin, mit Frau Hoffmann. Und ja, die hat mich da auch so ein bisschen unterstützt und dann habe ich direkt gesagt, okay, das ist meine Schule. Ich gehe an die Elisabeth-Selbert-Schule, gerade weil die bei uns in der Nähe ist und sie auch einen guten Ruf hat für die Ausbildung. Das Zirkusprojekt ist eine ganz, ganz spannende Sache, weil man lernt da richtig, sich zu professionalisieren. Wir haben immer nur 2 Tage ein und dieselbe Kindergruppe und am Ende machen die dann mit denen eine kleine Aufführung. Und danach, die nächsten Tage, sind wieder ganz andere Kinder da. Und solches Einstellen auf eine Zielgruppe ist ganz wichtig und die Schüler sollen lernen, flexibel umzugehen, im Team zu arbeiten, sich auf die Bedürfnisse der Kinder einzustellen und Öffentlichkeitsarbeit in den Fokus zu nehmen. Total gut. Also ja, einfach nur stolz auf die Kinder, was sie in kurzer Zeit so auf die Beine gestellt haben. Und jetzt fällt alles ab, die Erleichterung. Total glücklich.